So, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Prison Break. Nein, ach, ich verwechsel das schon wieder. Prison Architect. Prison Architect. Ich bin immer noch damit beschäftigt, dass die Herren hier ihre Zimmerchen kriegen. Oh, der ist eingesperrt. Tut mir jetzt aber ein bisschen leid für den Herrn. Und ich muss hier immer noch eine Wall, Concrete Wall. Ah, geht nicht. Blockiert. Es klappt ja alles gut. Ich brauche Türen. Und Pause. Pause brauche ich und Türen brauche ich. Jail Doors. Und zwar kommt der erste. Da. Das ist aber blöd gelöst. Rotieren wir mit R. Hier kriegt einer eine, da kriegt einer. Da. 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 Und da. So wäre der Plan. Gut, und dann kommt in die Dinger ein Bett. Ein Bett für jeden. So, zack, zack. Und Licht haben sie ja theoretisch. Toilette müssen alle noch haben. Dahin. Direkt vor die Tür. Ist ein bisschen uncool. Naja, der eine muss halt auf der Tür aufs Klo. Der da. Der hier. Der hat das große Ding. Der geht natürlich auch neben der Tür aufs Klo. Und ja, der muss auch an der Tür aufs Klo, sehr uncool. Also entweder schlafen sie fast im Klo oder so. Naja, gut. Dann Bett, Toilette. Man kann den Leuten auch noch Fenster geben und das gedenke ich zu tun. Windows, da. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr schön. Da gibt es ein großes Window. Dann könnte das Gebäude für mein Verständnis schon fast fertig sein. Wie groß muss denn Minimum eine Küche sein, dass wir das auch direkt planen? Weil die müssen ja direkt am ersten Tag wahrscheinlich was essen, sonst sterben die mir alle weg. Ich habe 6 Zellen nur und es kommen 8 Leute. Allein das ist, glaube ich, schon blöd. Eine siebte kriege ich hier rein. Aber eine Achte wird schwierig. Ja, ich muss da was umbauen. Machen wir vielleicht hier direkt auch einen Zellentrakt draus. Haben wir natürlich keinen Platz für eine Küche. Wie groß muss die sein? Kitchen. Indoors, Cook, Fridge, Sink. Dann machen wir hier einen zweiten kleinen Zellentrakt draus. Wir fangen ja klein an, habe ich gesagt. Und das passt schon. Kommen hier noch. Paar Zellen, sogar eine große Zelle. So, und dann wollen wir noch mal eine Mauer ziehen, und zwar Concrete. Zack, zack, zack. Dann haben wir gesagt, brauchen die Betten und Toiletten. Alle gleich, drei gleich einrichten und Fenster kriegen sie auch wieder. Ich bin da ja gar nicht so gemein. Und vielleicht kriegen sie auch noch Türen. So, damit haben wir auch den zweiten Gefängnisraum gebaut. Das sollte jetzt reichen an Zellen. Dann könnt ihr die ganze Nacht durcharbeiten hier und dann haben wir morgen ein paar Zellen stehen. Das gefällt mir ganz gut. Das bleibt erstmal so. Die lagern alles ein, was hier draußen liegt. Das war ja auch Sinn der Sache. Und ich fürchte, ich muss direkt mal ausbauen. Denn das klappt so alles nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier fehlen übrigens überall Stücke von der Mauer. Und wieso geht die Tür nicht? Ach so, weil da auch was rumliegt. Nee, ihr könnt doch nicht einfach die halbe Mauer nur bauen. So, jetzt versuch's nochmal mit der Mauer. Ja, der muss weg, der Stein. Warum liegen hier überall Steine und sowas rum? Leute, hier müssen Zellen gebaut werden. Das geht so nicht. Überall liegt Zeug rum.
Kann doch nicht angehen. Ihr müsst hier arbeiten, bauen, aufräumen. Der ganze Dreck und alles. Oh, natürlich. Klos brauchen Wasser. Ja, hilft alles nichts. Wir müssen hier direkt ein Wasserwerk hinterbauen. Pause. Was? Okay, das gucken wir uns später an. Der Zaun muss weg. Der stört einfach nur. Den müssen wir anders konstruieren. So. Hat das jetzt geklappt? Wird das jetzt abgerissen? Nö, irgendwie nicht. Ach nee, wie geht das? Gucken wir mal. Wir nehmen hier Material und sagen Rechtsklick, Fans weg. Nein. Sollten wir Fans vielleicht noch auswählen? So kriegt man den auch nicht weg. Ich würde den gerne entfernen. Ah, demolish Walls. Ah, perfekt. Ja, das muss leider alles weg. Alles im Weg. Sehr gut. Dann Play. Beiß die Mauern ein. Schneller Play. Super schnell Play. Wie sie alle beschäftigt sind. Die Betten, Türen, Klos. Achso, das ist eine Tür, die offen steht. Und die Mauer steht immer noch. Leute, die Mauer muss weg. Ah, da fangen sie an. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich brauche noch eine Küche, eine Cafeteria. Das bleiben meine ersten Anfangszellen. Die kommen in 8 Stunden schon. Nee. Das ist schlecht. Das ist super schlecht. So, die Fenster sind weg. Nein, ist sie nicht. Macht weiter. Los. Ich will Pause drücken, wenn ihr fertig seid. Das sieht gut aus. Zaun weg. Wir haben noch das Wasserproblem. Das war aber so zu erwarten. Jetzt würde ich gerne planen. Und zwar ein weiteres Gebäude für das Wasserthema. So. Brauche einen Eingang. Kriegt eine Dingenstür. Eine. Achso, die können wir ja direkt fertig planen. Und zwar brauchen wir ein Supply Water Pump Station. Muss die eigentlich indoor sein? Hätte ich die auch draußen machen können? Braucht Strom. Wahrscheinlich hätte die nicht indoor sein müssen. Wahrscheinlich kann der Raum viel, viel kleiner sein. Ah, da kommt wieder weg. Kommt wieder weg. So. Wir machen so einen kleinen Raum wie den. Und zwar machen wir den hier hin. 1 Abstand, 1, 2, so, 3 ist das denn groß. Ruhig 5x5. Habe ich, glaube ich, eben auch gehabt. Naja. Der kriegt eine Tür. Der kriegt eine Staff-Member-Tür. Und zwar so. Und der kriegt die Wasserpumpstation. So. Und wenn wir schon dabei sind, geht der Strom auch noch hier hoch. So. Und die Power wird dann langsam alle werden, deswegen erhöhen wir die auch direkt. Wie geht das? Ist egal, wie oben das steht, glaube ich. Gut. So viel dazu. Dann haben wir hier den Strom. Jetzt würde ich gern noch für die Jungs was zu essen. Ne? Also brauchen wir hier noch ein Foundation. Concrete Building. Auch 1 Abstand nur. Erstmal bauen wir eng. Wir können ja immer noch abreißen und neu bauen, hoffe ich. Erstmal bauen wir was Schmaleres. Ich hätte gerne Kitchen und Dings in einem großen Gebäude einfach nur. Und gegenüber können wir immer noch so andere Zeug bauen. Ich würde aber gerne den Weg schon noch was breiter lassen. Deswegen fangen wir hier mit ein bisschen Abstand an, dass wir den Weg hier auch außenrum führen können. Genau, und jetzt kommt hier das Gebäude hin. Relativ groß. So gefällt mir das. So, dann kriegt das natürlich einen Eingang. Das kriegt eine normale Tür. Gibt es denn eine, wir gehen zum Essen-Tür? Wir könnten eine Jail-Door nehmen. Ich nehme jetzt erstmal eine normale Tür.
Doppeltür. Ah, lieber nicht. So, da ist eine. Dann kommt die aber dahin. So, eine normale Tür. Dann hätte ich gerne das Teil des Rooms. Die Küche ist. Geht nicht. Food Area Prepare. Die braucht einen Fridge Sink Cooker. Fridge Sink Cooker. Metal Detector Light Drain Shower. Oh, Duschen brauchen wir noch. Oh, Duschen wollen die auch. Wo ist denn bitte schön das Zeug, das ich benötige für Klonen? You require clone. Okay. Nein, ich will nichts gärtnern, was auch immer das sein soll. Sprinkler, TV, Duschkopf. Ich hätte schon gerne die Küche. Kann das sein, dass es komplett von alleine auftaucht, wenn die nur groß genug wird? Lassen wir das erstmal bauen. Bin gerade ein bisschen rätsellos. Rätsellos, rätselhaft. Berätselt, verrätselt. Planning, Pathways, mach mal weg. Entferne mal alles an Plannings, bitte. Hab ja fertig geplant. So, die arbeiten alle brav und in 6 Stunden kommen die ersten Leute. Die können halt alle nicht aufs Klo. Aber das ist bestimmt semi-störend. Ist so finster hier. Macht mal, hinne. Das Haus muss stehen. Die brauchen Klo-Abzieh-Dings. Gut, Essen brauchen sie auch. Naja, das wird auch gleichzeitig gebaut. Der Stromgenerator arbeitet. Die Zellen sind alle sperrangelweit offen. Gehen wir aus diesem Modus raus. Warum ist die denn schließen? Offen. Normalen Modus. Okay. Wenn die nicht bewohnt sind, sind die Türen scheinbar offen. So, 4 Stunden kommen die ersten Gäste. Wie im Hotel hier, ne? Also, erstmal Normalgeschwindigkeit. Dann würde ich gerne Utility-Modus. So, Strom ist da. Reicht der Strom denn? Ja, der reicht. Okay, dann brauchen wir Wasserrohre. Mich würde jetzt noch interessieren. Muss ich die drehen? Nee. Okay, der rafft das. Ob die alle bis zum Klo gehen müssen. Oder ob die Leute das anders verlegen und dann klappt das trotzdem. Deswegen geben wir noch ein bisschen Gas. Das hier verarbeitet, erstellt sich auch von allein. Ach, das ist fertig, glaube ich sogar. Komm, mach mal ein paar Rohre. Macht mal schneller mit euren Rohren, Jungs. 2 Stunden sind die Gäste da. Ja, das sieht schlecht aus. Ich glaube nicht, dass die sich automatisch verteilen. Gehen wir auf den normalen Modus. Utilities. Ja, ich weiß, in 2 Stunden kommen sie. So, macht man hier das Rohr fertig. Nee, das schließt sich nicht komplett automatisch an. Ich hatte es befürchtet. Gut. Gucken wir, ob dahinter reicht. Derweil bereite ich das Thema weiter vor. Schaut, wie schön das angeschlossen ist. Aber das war der Stuhl. Ja, Kantine, Cafeterina. Da müssen wir uns gleich auch noch drum kümmern. Aber ich fürchte, das wird erst in der nächsten Folge das. Und die Gäste kommen hoffentlich auch erst in der nächsten Folge. Gucken wir erstmal, ob das Anschließen der Klos dann jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ob dahinter reicht oder ob direkt drauf sein muss. Direkt drauf wird ja auf jeden Fall funktionieren. Ach Leute, lauft doch nicht immer woanders hin. Hat die Kiste hier unten gelagert. So. Okay, es muss direkt drauf. Alles klar, dann gehen wir wieder in den Utility-Modus und bauen die Klos fertig dran. Zack, du einen Anschluss. Du einen Anschluss. Du kriegst auch einen Anschluss. Du hast natürlich auch angeschlossen. Du erst recht. Und ihr drei auch. So, damit ist das Klo verbunden und die können alle aufs Klo gehen und ich würde sagen, ja, die
kommen bald und das gucken wir uns in der nächsten Folge an, wie die ankommen. Und dann bauen wir auch noch eine Cafeteria oder was auch immer da jetzt reinkommt. Ja, das war's soweit erstmal und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Prison Architect. Ciao, ciao.